Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz. Der Daniel Fischer hat gerade angerufen. Der braucht noch einen Sportgag. Ja, da kommt er wieder früh. Ja, habe ich auch gesagt. Aber pass auf, ich glaube, ich habe schon einen. Okay. Achtung, geht los. Und jetzt zum Sport. Der Nachrichtensprecher immer, ich nie. Also so, ganz verkürzt. Ja, ja. Ohne Ausschmückung. Schon klar, weil der Nachrichtensprecher immer sagt, und jetzt zum Sport. Ja. Ich finde ihn Bombe. Ja. Aber ich habe auch noch einen, Dirk. Achtung. Erzähl. Gestern kam mir ein Läufer im Park mit einer Stirnlampe entgegen. Respekt. Nach einem harten Tag im Bergbau abends noch joggen gehen. Ja, ganz ehrlich, ich würde ihn übelst feiern, wenn ich ihn hören würde, ja. Jo. Aber ich hätte auch noch einen, den ich auch übelst feiern würde. Pass auf, bei mir stehen ja jetzt jeden Morgen Liegestütze auf dem Programm. Frag mal, und machst du Fortschritte? Und machst du Fortschritte? Ja, liegen kann ich schon, stützen aber noch nicht. Extrem steig. Ja. Der ist es. Ja komm, schick mal den hoch und machen Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH.